Ein Industriegremium mit Beteiligung der größten Chiphersteller hat den Standard Universal Chiplet Interconnect Express, UCIE, verabschiedet. Er soll es Chip-Entwicklern leichter machen, etwa Prozessoren und Rechenbeschleuniger aus mehreren Chiplets unterschiedlicher Zulieferer zusammenzusetzen, die gemeinsam in einem Gehäuse, Package, arbeiten. UCIE ist eng verwandt mit PCI Express, PCIe, und dem darauf aufsetzenden Computer Express Link, CXL, für cache-kohärente Kommunikation. Mit UCIe wird es einfacher, beispielsweise ein CPU-Chiplet mit ARM-Kernen mit einem GPU-Chiplet mit AMD-Technik sowie einem Intel FPGA in ein gemeinsames Gehäuse zu packen. Das könnte für die Betreiber großer Rechenzentren interessant sein, die eigene Spezialprozessoren entwickeln lassen. UCIe stellt zwar eine leistungsfähige Standardschnittstelle zur Chiplet-Chiplet-Kopplung bereit, lässt aber, notgedrungen, viele Fragen offen, etwa zur mechanischen und thermischen Kompatibilität der Chiplets untereinander und zum jeweiligen Trägermaterial. Zur praktischen elektromechanischen Kopplung der Chiplets oder Kacheln, TILES, gibt es zudem zahlreiche konkurrierende und patentierte Verfahren verschiedener Firmen, etwa Intels EMIB und Foveros sowie Integrated Fanout, Info, und Covos von TSMC oder auch Fanout Chip und Substrate, Focos, des weltgrößten OSAT-Dienstleisters ASE, OSAT, Outsourced Semiconductor Assembly und Test. UCIe löst nur einen Teil der Probleme beim Zusammenfügen von Chiplets zu einem gemeinsamen Bauteil. UCIe. Die UCIe-Kooperationspartner AMD, Intel, ARM, Qualcomm, Samsung, TSMC und ASE sowie die Hyperscaler-Rechenzentrenbetreiber Google Cloud, Meta, Facebook und Microsoft wollen in Zukunft auch weiteren Spezifikationen für ein offenes Chiplet-Ökosystem kooperieren. Dabei soll es unter anderem auch um standardisierte Bauformen und Verwaltungsfunktionen gehen. Weitere Chiplet-Initiativen. Im Rahmen des von Meta, Facebook initiierten Open Computer Project, OCP, an dem längst auch Microsoft, Google Cloud, AMD, ARM, Intel und Samsung mitwirken, arbeitet die Chiplet-Gruppe Open Domain Specific Architecture, OTSA. Diese will einen offenen Chiplet-Marktplatz auf die Beine stellen. Das OTSA-Projekt im OCP will einen offenen Chiplet-Marktplatz etablieren. OCP-OTSA. Am OTSA-Projekt arbeiten auch die Hersteller von Chip-Entwicklungssoftware, EDA, Electronic Design Automation, wie Cadence und Synopsys mit. Ziv.